die Woli, die ist jetzt knapp 16 Jahre alt, hat 12 Kälber gehabt und eine Lebensleistung von knapp 75.000 Liter Milch. Wir massieren die Kühe ja auch jeden Tag, Monika macht das jeden Tag, alle Kühe sind ziemlich viele und dann geben sie ja viel mehr Milch. Eine Kuh mit 15, 16 Jahren, die hat halt dann in ihrem Leben 13, 14 Kälber zur Welt gebracht. Und das ist in meinen Augen eine beachtliche Leistung. Wir gehen halt in diesem Betrieb rein in den Kreislauf. Also die Kuh fütter ich, die Kuh macht Mist, ich fahre den Mist raus und fahre wieder Gras rein. Es kommt also nichts dazu, gar nichts. Und auch keine Medikamente bei mir. Hauptaugenmerk ist immer der Charakter der Tiere halt. Weil wenn es keinen Spaß macht, mit diesen Tieren zu arbeiten, macht es eigentlich keinen Sinn. Und mit diesen Tieren kann man halt eine viel stärkere Verbindung eingehen als mit vielen anderen Rassen, weil sie den Menschen sehr aufgeschlossen gegenüber sind. Eine Kuh, die eine hohe Lebensleistung erreicht hat, die muss ja auch gesund gewesen sein. Die muss fruchtbar gewesen sein, immer wieder ein Kalb gebracht haben. Die muss eine gute Leistung erbracht haben. Sonst hätte der Bauer gesagt, also bei dem wenigen Milch, die gibt, muss er den Stall verlassen. Man hat ja heutzutage auch eine Zuchtindustrie, die ja versuchen möchte, viel Sperma in den Markt hineinzubekommen oder viele Zuchttiere zu verkaufen. Die sind natürlich auch überhaupt nicht interessiert an langlebige Tieren. Weil dann kann man halt weniger Sperma verkaufen und weniger Tieren verkaufen. Die Industrie verdient halt sehr viel weniger, aber ist auch gut so. Den Betrieb kann man leicht umstellen. 3-4 Jahre. Aber der Kopf ist das Wichtigste. Das dauert schon ein bisschen länger. Gell?